Apple Time. Im heutigen Video geht es um den HomePod Mini. Ob es was für euch ist, ob der gut ist, ob er zu gebrauchen ist, das erfahrt ihr alles in dem Vlog. Bleibt dran. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum der Frankie hier einfach so den Arm hier in die Luft hält mit seinen ausgestreckten Händen. Aber da kommt jetzt auf einen Schnipp und da ist er auch schon, der HomePod Mini. Da ist er in meiner Hand. Und ob das Teil irgendwas ist, ob das was taugt, das werden wir heute in Ruhe besprechen. Dazu werde ich den jetzt aber erstmal wieder aus der Hand zaubern. So, ja, befassen wir uns doch einfach mal mit diesem kleinen Teil. Für wen ist das überhaupt irgendwas? Ich würde mal sagen, ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe das Ding jetzt auch ausgiebig getestet und ich stelle euch den einfach mal ein bisschen vor. Vor einigen Jahren hat Apple den ersten HomePod auf den Markt gebracht. Hier haben wir das Teil. Das ist ein bisschen größer wie der HomePod Mini hier. Schön, ist auch wirklich schwer. Und ich habe damals auch ein Review bzw. einen Vergleich mit dem Sonos One gemacht bzw. dem Play 1. Und dieser HomePod, der originale HomePod von Apple, ist ein wunderbares Gerät, hat einen super Klang und wer Musik hören möchte, ist damit bestens aufgehoben. Aber er hat einen großen Nachteil gehabt. Der hat wirklich über 300 Euro gekostet. Man hat ihn jetzt mal ab und zu im Sale für unter 300 bekommen. Aber das ist doch schon echt viel, viel Geld für in die Smart Home Steuerung einzusteigen. Und hier springt jetzt der HomePod Mini ein. In der Größe einer Apfelsine, sage ich jetzt mal, unter 100 Euro habt ihr einen Smart Speaker mit Siri. Und davon gibt es nicht allzu viele. Ich glaube, der Sonos Play One hat Siri drin und ein Bose, aber dann auch nur in Verbindung mit einem Handy. Also wenn ihr den nativen Siri benutzen wollt und im Apple-Ökosystem unterwegs sein wollt, wenn ihr HomeKit mit der Sprache nicht übers iPhone oder übers iPad steuern wollt, dann seid ihr im Grunde genommen, ist das der günstigste Einstieg in diese HomeKit-Szenerie. Und bei mir zu Hause hier, das ist ja nun mal so, bei uns konkurrieren die Sprachassistenten. Hier im Büro ist sozusagen Siri beheimatet. In der Küche drüben ist Alexa. Alexa zu Hause. Und ich habe also einen guten Vergleich, wie was funktioniert. Und kommen wir doch mal zu den Feinheiten, zu den Eigenheiten des HomePod Mini. Ja, schauen wir doch uns einfach gerade mal an, was in der Schachtel so alles drin ist. Ich blende jetzt mal so ein paar Videos ein, wo ich den kurz angeboxt habe. In der Schachtel drin, wenn man die öffnet, Apple-typisch, wunderbar verpackt, ist dann halt der HomePod mit einem Kabel dran. Achtung, das Kabel kann nicht abgezogen werden. Beim Original-HomePod konnte man das noch abziehen. Dieses Kabel ist fest verbaut, aber ein wunderbares, in der Farbe des HomePod gestaltetes Nylon-Kabel mit einem USB-C-Anschluss. Und da haben wir schon mal den ersten Unterschied zum Original-HomePod. Der hat noch einen Stecker, ein ganz normales Netzteil drin. Und dieser HomePod könnte jetzt rein theoretisch mit dem Power-Delivery-Netzteil auch betrieben werden und somit mobil sein. Ja, und dann haben wir halt ein ganz normales Netzteil dabei. Schade ist, dass das Netzteil in weiß kommt. Da weiß ich auch nicht, was Apple da geritten hat, weil ich habe ja nur mal den schwarzen HomePod bestellt, weil ich ihn eigentlich auch so haben möchte. Wobei wahrscheinlich der Stecker meistens irgendwo versteckt benutzt wird und das nicht so ein großes Problem ist. Allerdings hätte ich mir dann doch ein schwarzes Netzteil gewünscht. Eingerichtet ist das Teil ziemlich schnell. Man muss einfach sein iPhone in die Nähe von dem HomePod Mini halten und schon kommt die Aufforderung, ihn einzurichten. Dann muss man mit der Kamera das Display obendrauf kurz einscannen sozusagen und dann geht es auch schon los. Dann dauert es einen kleinen Moment. Unter Umständen muss noch ein Software-Update gemacht werden. Das kommt darauf an, welche Software auf dem HomePod läuft. Und dann seid ihr ready to go. Dann kommen wir auch dann direkt schon zu den Funktionen des HomePod Mini. Wie bei dem großen gibt es halt erstmal die Möglichkeit, Musik zu hören. Man kann zwei HomePod Minis zu einem Stereo-Paar zusammenfügen. Ich habe jetzt leider nur einen. Ein zweiter ist auf dem Weg. Das werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal versuchen. Und die Integration in HomeKit ist total einfach.
Wenn der einfach dann eingerichtet wurde, erscheint er in der Home-App und dann kann ich ihn auch über einen Klick, kann ich ihn aufrufen und konfigurieren und verschiedene Einstellungen machen. Ein ganz tolles Feature bei dem HomePod Mini ist erstmal dieses Hands-Off. Das habe ich echt geliebt mittlerweile. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast hier auf meinem iPhone hier höre, dann brauche ich einfach nur mit meinem iPhone in die Richtung, sagen wir mal, zum Beispiel zu meinem HomePod im Büro zu gehen, dann übergibt er den Podcast und der Podcast wird auf dem HomePod abgespielt, dann hole ich das iPhone, kann den wieder da wegnehmen mit dem iPhone und kann ihn dann zum Beispiel im Wohnzimmer auf den HomePod Mini übertragen und dann läuft der Podcast dort weiter. Dies geht natürlich auch alles mit manuellen Einstellungen über die Home-App, aber das ist doch eine sehr, 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 sehr schöne Sache und gefällt mir besonders gut, dieses Feature. Dann das neue Feature Intercom, mittlerweile, dass alle HomePods haben oder auch die iPhones und die iPads, da ist es halt so, dass ich wirklich dann sozusagen eine Durchsage im ganzen Haus machen kann mit den ganzen Apple-Geräten. Das geht über die Apple Watch, übers iPad, übers iPhone, über die HomePods. Und ich kann am Ende des Tages dann über Intercom einfach eine Durchsage machen. Zum Beispiel mache ich das jetzt mal gerade hier ganz schnell. Ich gehe mal kurz in die Home-App rein, gehe mal auf Intercom. Achtung, Essen ist fertig. Achtung, Essen ist fertig. So, jetzt waren zwei HomePods hier und auf allen anderen Geräten, beziehungsweise bei den iPads und allen verbundenen Geräten, wurde diese Nachricht jetzt zumindest als Notification angezeigt. Auch eine ziemlich coole, wirklich sehr, sehr coole, Funktion. So, kommen wir mal zum Klang. Ja, Klang ist natürlich auch wichtig beim Smart Speaker, aber bei dieser Größe von Smart Speaker ist eigentlich erstmal entscheidend, ist er bezahlbar und klingt er einigermaßen gut. Der HomePod Mini ist Längen besser wie die Smart Speaker in der Größe von Amazon und von Google und ist natürlich auf keinen Fall so gut wie der HomePod. Wir werden das mal ganz kurz, ich will das mal ganz kurz vorspielen. Das Problem ist, jetzt habe ich hier ein Lavalier-Mikrofon auf YouTube, so einen Vergleich zu machen, ist immer schwierig, aber ihr werdet zumindest sehen, dass die Volumosität für so einen kleinen eigentlich recht gut ist. Dann allerdings bei dem HomePod, bei dem Original, noch mal ein bisschen besser. Und deshalb spiele ich euch jetzt mal ein Lied ab und dann holen wir den mal ein bisschen näher ans Mikrofon ran. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. So, einmal oben drauf tippen, dann hört er auf und dann spielen wir dasselbe Lied mal auf dem HomePod, auf dem großen HomePod ab. So. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic. So, ich denke mal, das sollte eigentlich mal so für einen kleinen Eindruck reichen. Fazit der ganzen Geschichte. Also, als allererstes habe ich einen Vergleich zu den Alexa-Systemen und dem HomeKit-System. Und da muss ich sagen, es gibt da zwei Dinge zu beachten. Bei Alexa gibt es natürlich ein ganz, ganz reichhaltiges Angebot an Geräten, an verschiedenen Geräten. Und ihr seid wesentlich günstiger smartmäßig unterwegs wie bei Apple und bei HomeKit. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Integration und das Installieren, das Funktionieren einfach bei HomeKit besser funktioniert, wie das bei Apple üblich ist. Das ist bei Alexa-Produkten schon
besser geworden, wenn ihr vielleicht zum Beispiel Philips Hue oder so benutzt. Ich habe jetzt auch Philips Hue hier im HomeKit drin, da funktioniert das auch einwandfrei. Aber im Grunde genommen sind viele chinesische Hersteller schon teilweise recht schwierig zu konfigurieren. Dann verlieren sie mal wieder die WLAN-Verbindung und so weiter und so fort. Aber das sind jetzt die Produkte an sich. Ihr müsst euch eigentlich im Klaren sein, bin ich mit Alexa unterwegs, dann brauche ich natürlich keinen HomePod Mini. Bin ich im Apple-Universum unterwegs, dann ist der HomePod Mini ein wunderbarer Einstieg in die Smart-Home-Geschichte und auch einmal so für den Anfang. Einfach mal ein iPhone zu haben, den Mini hier und dann einfach mal mit einer so einer, keine Ahnung, mit so einem Lightstrip oder mit einer Glühbirne oder mit einem Thermostat einfach mal beginnen und einfach mal reinzuschnuppern in dieses HomeKit, ja, in dieses HomeKit-Game. Das ist das, was ich euch empfehlen kann. Möchtet ihr gar keine Sprachassistenten haben und möchtet ihr vielleicht nur über WLAN, Multiroom, gute Musik haben, dann kann ich euch zum Beispiel den hier noch immer empfehlen. Das ist noch der alte, der Sonos Play One. Den gibt es jetzt mittlerweile Sonos One. Der ist sogar auch smart mittlerweile. Der hat auch einen Assistenten drin und hat auch AirPlay 2 drin. Die Dinger, die gibt es 130 bis 150, manchmal ein bisschen teurer, ein bisschen im Sale. Und wenn ihr am günstigsten guten Klang haben wollt, dann guckt euch doch mal den IKEA Symphonisk an, diesen Regallautsprecher. Den habe ich auch mal vorgestellt, da verlinke ich mal das Video. Der hat einen super Klang und kostet auch nur 99 Euro. Und ihr dürft nicht vergessen, der hat auch AirPlay 2 drin. Das heißt also, wenn ich nur Musik irgendwo von einem iPhone oder von einem Apple-Device irgendwo hinstreamen will, dann tun es die Sonos-Produkte und die IKEA-Produkte. Möchte ich dabei noch smart unterwegs sein und auch noch für diesen kleinen Baufaktor richtig, ja, wirklich guten Klang haben und der ist richtig gut, ne? Also, da muss man wirklich, da darf man nicht meckern, der ist wirklich okay, klasse. Hier kommt ein Sender nur für dich. Oh, stopp, sonst kriege ich einen Copyright-Claim. Also, wie gesagt, das kleine Teil ist durchweg zu empfehlen. Leute, die im Apple-Universum oder ins Apple-Universum wollen, das Reinschnuppern sozusagen in die Welt der Smart Speaker bei Apple. Guter Klang für das kleine Ding. Wenn ihr richtig geilen Klang haben wollt, da müsst ihr wieder den schweren holen. Der hat einen richtig wunderbaren Klang. Ich nutze den sehr, sehr oft und höre sehr, sehr oft Musik darüber hier. Also wirklich toll. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Apple Video sozusagen beendet. Als nächstes gibt es, glaube ich, mal wieder einen Vlog mit der Fuji X-T4. Da habe ich ein paar Sachen ausprobiert. Dann kann ich auch vielleicht mal kurz zeigen. Habe ich hier so ein kleines LED-RGB-Licht zugesendet bekommen. Wirklich sehr cool. Da bin ich noch ein bisschen am Ausprobieren. Da kommt ein Test drüber. Und dann schauen wir mal, was sonst noch so geht. Wie gesagt, der Tag heute ist der Tag, wo der Lockdown wieder beschlossen wurde. Und zwar nächsten Mittwoch geht's los. Wir können Gott sei Dank noch raus in die Natur gehen. Das heißt, das ein oder andere Drohnenvideo wird sicherlich auch noch stattfinden. Zumindest in der näheren Umgebung hier. Leute, macht's gut, bleibt gesund. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Und wir sehen uns bald wieder auf meinem Kanal. Macht's gut, haut rein und ciao. Wie hat der erste FC Köln gespielt, Siri? Das Team 1. FC Köln hat gestern die Mannschaft Mainz 05 im Match im Fußball-Bundesliga 1:0 besiegt. Ja, das war mir das auf jeden Fall jetzt noch wert.